So gut es in der Bundesliga für den SK in St. Pölten läuft, in der Länderspielpause legt man einen Ausrutscher hin. Die Landeshauptstädter unterliegen dem SK Amstetten im Test 1:2. Erst in der 80. Minute fällt das erste Tor durch Peham. Lachmeier sorgt 4 Minuten später für den Erfolg des Clubs aus der 2. Liga. Gardler kann per Elfmeter nur verkürzen. 90. Mehr Spaß hat der SK Sturm Graz, der gegen den FC Posaune, den Sieger des Raiffeisen Stammtisch Cups, 12:0 gewinnt. In die Schützenliste tragen sich 5-mal Hosina, 18., 22., 32., 60., 75., Pink, 20., 45., Eze, 39., Schaban Hexhatsch, 57., erster Treffer für die Profis, Koch, 65., 79. und Obermeier, 70. ein. Textquelle Urheberrecht Laola 1.at Bundesliga Testspielsiege für den LASK und Alltag zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment-Count Kommentare rechtliche Hinweise. Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.